darf heute mit Günter Bregartner, Absolvent, Lehrender meiner Studienrichtung, am Dämmerkogel wandern. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich los. Du bist Absolvent von unserer FH, ja, und zweifacher Absolvent sogar. Wie war der Werdegang bei uns? Wie bist du zu uns gekommen? Stell dir ein bisschen vor. Ja, das Thema passt ja heute super, ne? Das Miteinander gehen. Wir sind ja heute auf einer Wanderung und ich gehe jetzt mit dem Campus, mit euch, mit deinem Institut seit über 18 Jahren bereits. Zuerst habe ich mein erstes Studium im Bereich Informationstechnologien und Informationstechnologienmanagement abgeschlossen und in weiterer Folge dann ein postgraduales Studium noch im Bereich IT-Management und Applied Security abgelegt und absolviert. Und ich freue mich sehr, dass ich in der Lage war, dann auch als Lehrender bei euch tätig zu sein. Ich hoffe, ich mache meinen Job gut. Ja, absolut gut. Du bist ja so unser quasi Parade-Absolvent, der mit zwei Studien bei mir als Lehrender immer Engagement, auch mit deinem Unternehmen, der GURB Software, immer mit uns gemeinsam kooperierst und quasi auf der Stelle da bist, wenn ich dich brauche. Ja, mein Unternehmen, das hat mich immer sehr gefordert, aber ich bin sehr froh. Im Campus 02 hat man die Möglichkeit, tatsächlich während dem Studium ein eigenes Unternehmen aufzubauen, und das habe ich gemacht. Also im quasi parallelen Werdegang zu den universitären Ausbildungen und zum Dasein als Lektor habe ich nebenbei mein Unternehmen aufgebaut. Das beeindruckt mich immer wieder. Also eigenes Unternehmen gründen während des Studiums, erfolgreiche Unternehmer zu sein, Hut ab. Ja, jetzt bin ich durchaus überrascht über die 18 Jahre, die wir schon gemeinsam den Weg gehen. Die Studienrichtung IT und Wirtschaftsinformatik an der FH Campus 02 gibt es jetzt seit 21 Jahren. Ja. Also du bist quasi von Beginn an schon mit dabei. Ich bin der Meinung, ich habe den Campus 02 erwachsen werden gesehen. Also du bist der dritte Studiengangsleiter, den ich jetzt miterlebe. Und ich glaube, es war auch gar nicht so leicht, dieser Übergang, dieser Einstieg für dich. Aber im Endeffekt, du meisterst das ausgezeichnet in deiner Rolle. So viel kann ich sagen. Und ich habe hier wirklich ein Erwachsenwerden des Campus erlebt. Und das freut mich sehr, weil das einfach auch für mich die Qualität als Absolvent, als jemand, der dort mitwirken darf, der ständig eben zur Stelle sein darf, der aber auch für mich einfach bedeutet, dass es Sinn macht, Teil dieses Ganzen zu sein. Und das freut mich einfach immer wieder. Ja, danke schön, Günther. Ja, wenn ich so rückblicke, im Alltag merkt man das nicht oft, da ist man so in sein Rad drinnen. Mhm. Aber wenn ich mir mal die Zeit nehme und zurückschaue, dann merke ich auch, dass sie wirklich extrem viel getan hat, dass man so von dieser Anfangszeit, von dieser familiären kleinen Größe jetzt doch zu einer gewachsenen Hochschule uns entwickelt haben. Ich darf wirklich sagen, ihr seid erwachsen aus meiner Sicht. Und das passt ja auch zum Alter, nicht? Mit 25 Jahren, ich kann es nur von mir selbst sagen, da geht man so über vom Kinddasein hin zum Erwachsenendasein. Und das macht es aus meiner Sicht auch wirklich sehr spannend an, und es ist auch schön, das miterleben zu können. Yeah. Ne? Da auch immer das eine oder andere Lustige erlebt in der Zeit. Ja. Erzähl mal irgendeine lustige Anekdote. Das Spannendste, was ich erlebt habe, war, wie ich einen meiner Mitarbeiter, nachdem ich bereits das erste Studium abgeschlossen habe, dazu motiviert habe, am Campus zu studieren. Und der war ein bisschen schüchtern, er hat sich nicht getraut. Dann habe ich gesagt, ich gehe mit dir mit zum Infoabend. Und dann bin ich halt mit ihm gemeinsam im Infoabend bei den ganzen potenziellen Bewerbern gesessen. Und daraufhin werde ich dann gefragt vom Vortragenden, so mittendrin im Infoabend, auf einmal sagt er, Günther, was machst du eigentlich da? Du hast ja schon abgeschlossen. Und das war irgendwie so, zuerst bin ich ganz klein geworden, aber dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, okay, ich möchte gleich ein paar Worte sagen zum Campus. Und habe da auch etwas kundgetan, was ich immer wieder gern sage. Im Endeffekt, es ist dieses berufsbegleitende Studium, so wie ich es immer gewählt habe, natürlich anstrengend. Es ist schwierig, man muss auf einiges verzichten, man braucht eine starke Familie hinter sich. Ja. Aber am Ende des Tages, es zahlt sich aus meiner Sicht tatsächlich aus, wenn bei mir ein Bewerber kommt und ich sehe, dass der von einer Ausbildungsform kommt, die berufsbegleitend ist, dann ist das aus meiner Sicht immer ein Zeichen dafür, dass das jemand ist, der belastbar ist,
der sich dafür entschieden hat, auch neben der praktischen Arbeit auch noch eine fundierte wissenschaftliche Arbeit und Ausbildung durchzuführen. Ja, ja, ist wirklich bewundernswert, unsere Studierenden. Ich sage immer ein bisschen salopp, meine das gar nicht despektierlich, ein bisschen verrückt muss man sein, wenn man berufsbegleitend studiert. Aber es versteht jeder, weil jeder, der es macht, weiß, wie anstrengend das ist, aber auch, wie viel Benefit man daraus mitnehmen kann. Ja, ja, weil du gesagt hast, erwachsen werden, die Studienrichtung mittlerweile, wir haben 4 Studiengänge, 3 Bachelorstudiengänge und einen Masterstudiengang, alle im Bereich des berufsintegrierenden Studierens. Und wir haben auch 4 postgraduale Lehrgänge zur Weiterbildung. Also ich bin schon ein bisschen stolz auch, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Und alles auf Basis, kann man sagen, von Alfred Zindes und Ernst Kreutzer, meinen Vorgängern. Was im Studium oder in deinen Studien, was war so ein wichtiger Etappensieg oder was war so ein Meilenstein, den du erreicht hast? Einer meiner absolut wichtigsten Meilensteine, und da bin ich wirklich stolz drauf, auf der einen Seite persönlich, aber schätze auch diese Wertschätzung vom Campus 02, das ist eure Wall of Fame, wo ihr einfach bestimmte Studierende, die ihr einfach dadurch auszeichnen wolltet, als Foto im so schönen Aula-Gebäude, das ihr jetzt habt, zum Campus 02, aufgehängt habt und dargestellt habt in dieser bildlichen Form, so diese Wall of Fame. Und das hat mich persönlich sehr berührt und ich freue mich sehr, dass ich dort auch vertreten sein darf. Ja. Ohne dass du es weißt, so bleiben wir täglich in Kontakt, weil ich gehe da jeden Tag vorbei und sehe dein Bild vor mir und bin stolz. Das freut mich besonders, ja. Muss ich mir ein Bild von dir in meinem Büro aufhängen. Okay. Im Gegenzug. Es gibt halt diese Hochs und es gibt auch Tiefs. Also ich habe gerade bei Kollegen im Studium immer wieder auch so die Durchhänger miterlebt, dass es halt einmal eine schwierige Zeit gibt. Ich muss sagen, ich war in der glücklichen Lage, für mich hat es nie so ein wirkliches Tief gegeben, aber ich bin halt ein Mensch, ich sage immer, und das gebe ich auch gerne jedem mit, als das Ratschlag, ich sage, wenn du mal unten bist, oder tief hat jeder mal, es ist ganz, ganz wichtig, dann noch härter zu arbeiten, noch mehr zu investieren, weil den Erfolg, den du dann hast und diese Möglichkeiten, die sich dadurch dann ergeben, die geben dir wieder Energie, um weiterzumachen. Ja. Ich glaube, ganz ohne Rückschläge wird so ein berufsbegleitendes Studium nicht schaffbar sein. Super. Auf jeden Fall. Du, Günther, du bist ja nicht nur zweifacher Absolvent von uns und Lehrender, du bist ja auch beruflich mit deinem Unternehmen quasi in unserer Branche, in der Software- und Informatik-Digitalisierungsbranche tätig. Ja. Wo siehst du in Zukunft hier bei uns die größten Herausforderungen? Es gibt nur ein Schlagwort im Moment überall, das heißt Digitalisierung. Ja. Ich persönlich muss sagen, mit Digitalisierung verbinde ich halt auch aufgrund vieler Erfahrungen, die ich mache im täglichen Arbeitsleben, dass das noch deutlich unterschätzt ist, was es hier an Potenzial gibt. Also ich sehe einfach, das ist ein absolutes Zukunftsthema nach wie vor, auch wenn es schon teilweise ein bisschen abgedroschen wirkt. Ja. Aber es gibt noch so viel, wo wir Digitalisierung vorantreiben können, mehr in die Digitalisierung investieren müssen. Und gerade für mich als Unternehmer, der Klassiker ist halt, und deswegen auch Campus 02 unter anderem so wichtig für uns, wir brauchen Fachkräfte in dem Bereich. Ja. Wir brauchen Leute, die Digitalisierung verstehen und leben. Weil ich heute die Chance habe, dich da zu haben, möchte ich einen Profi fragen, weil ich das sehr oft gefragt werde auch. Was sind digitale Skills? Und meine Standardantwort, und da würde ich dich bitten, das vielleicht aus deiner Sicht zu erläutern, meine Standardantwort ist immer, es gibt 2 Arten von digitalen Skills. Die Anwendungsskills, und da ist unsere Jugend top drauf, dass die Endgeräte und die Tablets und Smartphones, da wachsen sie jeder mit auf. Aber es gibt auch die Entwicklungsskills. Und da sehe ich die größten Herausforderungen. Wie siehst du das? Ich stimme dir grundsätzlich einmal zu, dass natürlich das, was ich auch meinte, was ich brauche im Unternehmen, sind natürlich Entwicklungsskills. Aber man darf nicht vergessen, es gibt für mich auch das Thema der kulturellen Skills. Ja.
Was heißt Kultur in diesem Zusammenhang? Kultur heißt in diesem Zusammenhang, dass im Management zum Beispiel, also gerade Themen, die ihr auch im Studiengang behandelt, Führungsqualität, digitales Führen, das sind ganz neue Strukturen, die in den Unternehmen geschaffen werden. Und darauf muss man auch Rücksicht nehmen. Stimmt, ja, stimmt. Du kennst mich, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Was war so in deinem Werdegang bei uns, was war so der emotionalste Moment, so ein wirklich schöner Moment? Es gab zum Glück mehrere Momente, aber nach wie vor etwas, ich möchte es gar nicht so als diesen Gipfel dann sehen, sondern mehr als ein kontinuierliches Gefühl. Und es war auch mitunter der Grund, warum ich das zweite Mal studiert habe bei euch, das Miteinander mit Kollegen, mit Studienkollegen aus der Branche, einmal nicht Chef sein müssen, einmal einfach nur Student sein können, miteinander einen Kaffee trinken und gemütlich in der Pause tratschen. Ja, so habe ich auch euer zweites Studium, in dem du dann IT-Management und Security studiert hast, erlebt. Das war wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft. Genau. Und neben den fachlichen und auch euer Austausch innerhalb des Jahrganges, auch das Persönliche, das hat mir sehr gut gefallen. Super Pause, Stefan, super Wanderung bis jetzt. Ich überfrage so vom Regionalen, von der Steiermark, gehen wir mal in das globalere Denken. Ne? Schauen wir nach Europa. Wo glaubst du, wird sich Europa bildungstechnisch in der Zukunft eingliedern? Da haben wir viele Herausforderungen. Also einerseits die EU muss sie weiterfinden unbedingt. Jetzt haben wir Corona-bedingt die Reisefreiheit stark eingebremst gehabt, aber das muss auch erleichtert werden. Vielleicht sowas, wie es im Studienbereich gibt, wie dieses Erasmus-Programm oder so, gibt es teilweise auf Lehrebene schon, aber ich glaube, das sollte es bei Arbeitskräften auch geben, dass sie da der Austausch einfach schöner vonstatten geht. Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir auch uns global positionieren, aber Positionierung heißt ja auch immer, Bildungsangebot steigt überall. Was wirst du, was werdet ihr am Campus nicht zwei machen in die Richtung Positionierung? Ja. Also es gibt ja heute, wenn ich schaue, ich kriege fast jede Woche irgendein E-Mail, ein Newsletter von einer Bildungseinrichtung, wo man noch ein postgraduales Studium nachsetzen könnte. Ja. Was glaubst du, wie kann man sich da als Campus nicht zwei auch weiterhin gut positionieren? Ist sicher eine große Herausforderung für uns und hat in den letzten 15 Jahren, die begleiten durfte, stark zugenommen, der Wettbewerbsdruck und die Mitbewerber in dem Bereich. Ihr seid ja trotzdem gut gewachsen, ist so mein Eindruck. Gut gewachsen. Unsere grundsätzliche Position wird sich wahrscheinlich nicht konträr verändern. Wir werden regionaler Schwerpunkt behalten, wobei regional für uns heißt nicht nur Graz, nicht nur Steiermark, regional heißt quasi der Großraum, auch mit Slowenien und Kroatien. Das gehört natürlich dazu. Aber durch das, dass wir berufsbegleitende Studien als Schwerpunkt haben, ist eine gewisse Nähe, wahrscheinlich örtliche Nähe unserer Studierenden notwendig. Aber wir sind auch das zweite große Thema, und da ist der globale Druck, sage ich, um einiges größer, ist die Fernlehre, die jetzt pandemiebedingt auch stark zugenommen hat. Wir haben ja quasi im März 2020 von einem Tag auf den anderen auf Online-Unterricht umgestellt. Und diesen Schwung wollen wir mitnehmen. Also wir werden die Präsenz wieder zurückführen. Wir wollen das auch. Wir sehen das auch bei den Studierenden. Auch wenn der Studierende am Freitagmittag vielleicht ein bisschen mit hängendem Kopf reinkommt. Natürlich. Und nach einer 40-Stunden Arbeitswoche sind wir oder auch 50, ja, dann nochmal motivieren, zwei Tage im Hörsaal zu sitzen. Ist natürlich anstrengend. Aber was ich immer als Feedback kriege, ist, dass dieses Netzwerk im Jahrgang, dieser Austausch und dieser Zusammenhalt, Unterstützung ein wesentlicher Beitrag für den Erfolg im Studium ist. Und das wollen wir nicht ganz aufgeben. Du triffst so viel Gleichgesinnte. Ich kann auch wieder als fast Anekdote aus meiner Geschichte sagen, ich habe durchaus wirtschaftlich, also unternehmerisch, einige interessante Kontakte geschlossen im Studium mit meinen Kollegen,
aber auch persönlich Freundschaften geschlossen, die bis heute andauern. Also gerade letzte Woche war ich mit zwei Kollegen beim gemeinsamen Frühstück. Da haben wir so einen Regeltermin, wo wir uns austauschen, treffen und einfach ein bisschen jammern über die einen über die Firmen, in denen sie arbeiten und ich über vielleicht den einen oder anderen Kunden. Aber im Großen und Ganzen treffen wir uns, weil wir uns einfach, sage ich mal, kennengelernt haben, Freunde geworden sind, damals im Studium. Ja, das ist schön. Und weil ich gesagt habe, wir werden den Schwung mitnehmen, wir wollen natürlich einen Online-Anteil beibehalten, so im Bereich 20-30%, um auch, aber das nutzen wir auch wieder für unsere strategische Positionierung, um die Studierbarkeit, um die Vereinbarkeit Beruf und Studium und Privatleben nochmals zu verbessern. Ich habe das in der Lehre auch gemerkt, dass euer Einzugsgebiet größer wird. Also gerade im Masterstudien, also im Vergleich damals zu meinen Studien, wo das eher lokaler war, wo man gesagt hat, Steiermark, vielleicht Kärnten, aber ich sehe jetzt in der Lehre, im Masterstudien durchaus, geht es ja schon auch viel weiter. Ja, es geht weiter, ja. Wie gesagt, bewerben tun wir in Kärnten die nähere Umgebung, natürlich, aber wir haben auch im Masterstudium vor ein paar Jahren auch einen Tiroler Studierenden gehabt. Wir so haben Wiener Kollegen, ja. Und wo ich sehr überrascht war, weil das Angebot dort ist gut. Ne? Yeah. Aber trotzdem scheint es etwas zu geben, was die Leute nach Graz lockt. Ja? Freut uns ja dann wieder, wenn unser Ruf über die Steiermark hinausgeht. Zur Digitalisierung fällt mir ein. Noch völlig unterschätzt. Okay. Energie gibt mir Erfolge. Das ist schön. KMUs sind für mich die Stützen unserer Wirtschaft. E-Mobilität notwendig? Zukunftssicher und absolut notwendig. Danke, Günther. Danke, Stefan. Dann werden wir schon langsam wieder angehen und Richtung Heimweg starten. Möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass ich mit dir den Nachmittag verbringen durfte und freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Stefan, vielen Dank für die Einladung. Es freut gerne. Mich immer sehr, mit dir unterwegs sein zu dürfen, mich auszutauschen, etwas dazu zu lernen und vielleicht auch etwas weitergeben zu können. In dem Sinne gehen wir die Rückwanderung an. Gehen wir es an, bergauf ist der leichte Weg rauf.